wir machen direkt weiter. Wieder herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Ohne viel Gelaber, hauen wir direkt rein. Los geht's. Sag mir, dass du den Stein hast. Tut mir leid, Sir. Der grüne Kobold ist entwäscht. Carlson. Ich weiß, Sir. Aufräumaktion bei Oscorp. Sag mir, dass du was gefunden hast. Abgesehen von den ca. 100 Tastaturen für Hulk, bin ich meine Satellitendaten über diesen Silver Surfer durchgegangen, dem wir begegnet sind. Der triefte nur so von kosmischer Kraft. Das hatte ich befürchtet. Und ich habe Silver Surfers Energiesignatur von diesem geheimnisvollen Schiff verfolgt. Sieht aus, als wären sie in Latveria gelandet. Latveria? Das bedeutet Dr. Doom. Sir, es gab einen Einbruch im Raft. Iron Man, Hulk, ihr seid dran. Okay, Sir, wir kümmern uns sofort darum. Okay. Er wollte sich, glaube ich, für den Schreibtisch entschuldigen. Stark Tower. Auch meine beliebte Anflugstation für super Bösewichte. Kann man ja auch kaum verfehlen, ne? Tolle Musik. Aber die Autos fahren ganz schön heftig, würde ich sagen, wenn man sich mal die Straßenbeläge anguckt. Ja, die fahren, glaube ich, immer mit angezogener Handbremse um die Kurve. Ja. Warum sollte jemand in das Raft einbrechen? Das muss so schnell wie möglich untersucht werden. Damit zurück. Diesmal wieder mit Hulk und Iron Man. Ich bin der Iron Man. Ich bin der grüne Meister. Der erste Charakter. Achso, wir sind jetzt wieder im freien Modus sozusagen. In der Open World. Und wir haben auf der... Die Minimap ist auch neu. Die habe ich vorher auch noch nie bei Lego-Spielen gesehen. Wir können New York City Dingens, um auf den Stadtplatz zu bleiben. Oh, ich bin vorbei. Da ist ein Fragezeichen. Warte mal, da ist ein Fragezeichen. Ja. Hier ist so ein Ding, da kann man... Verwandle dich mal zurück, sonst kannst du mit der Glocke nicht reden. Achso, dafür müsste ich 5 gedrückt halten. Also ich glaube, hier kann man sehr viel noch in der Stadt erkundigen. Auch mit Sicherheit. Oh, warte mal. Warte mal. Hast du meinen Sohn gesehen? Ich habe eine Sekunde nicht hingeschaut und schon ist er verschwunden. Meinte etwas von einem Gemüse, das er finden wollte, das ihm irgendwelche Superhelden-Nachtsichtfähigkeiten verleihen würde. Diese Fantasie. Okay. Ich glaube, das sind so kleine Zwischenquests, die man hier in dieser Open World quasi machen kann. Dass man so kleine Zwischenquests machen kann und dafür irgendwelche Belohnungen in Form von Legosteinen oder so bekommt. Und währenddessen hat sich der Yoshi hier ein Taxi geschnappt. Also ich fahr mit einem mit Taxi. Komm mit! Warte, wo bist du? Ich seh dich nicht. Nicht hier. Da. Kannst du mit einsteigen? Du hast mich gerade überfahren. Komm, wir machen jetzt Lego GTA. Kannst du mit einsteigen? Wir machen jetzt Lego GTA. Wie geil! Ich freue mich gerade so richtig. Herzlich willkommen bei GTA 6. Das möchte ich immer sagen. Lego GTA, das müssen die doch auch nochmal machen, oder? Richtig geil. Ich das finde ich, das feiere ich gerade richtig. Rechts rum. Nein, geradeaus. Nein, rechts rum war meine Zwischenquest. Ich habe die Zwischenquest angenommen. Lass uns die mal eben machen. Fahr mal eben nach meiner Karte. Dann machen wir mal eben schnell die Zwischenquest. Deswegen ist er bei mir auf der Minimap umgesprungen. Wohin? Nein, stopp. Du musst zurück. Rückwärts. Du musst den roten Stein folgen. Dem kleinen Mannequin da. Das ist Deadpool, oder? Ja, ich glaube, das ist... Du hast schon wieder eine Lego-Figur überfahren. Mensch, hier! Yeah. Entschuldigung, ich kachte gerade auf den anderen Bildschirm. Also auf deinem Screen. Ich guck nur zu dem roten Stein. Oh, dann... Der haut aber auch... Das ist eine Sache, ey. Der haut schnell ab, ja? So, ich steig mal eben aus. Und ich glaube, den muss ich hier jetzt irgendwo suchen. In diesem Umkreis. Das war der kleine Junge. Steig auch mal aus. Hier gibt's eine Leiter. Ich kann die über den Zaun klettern. Aber dann komme ich nicht wieder zurück. Ne, das will ich nicht. Hier ist ein roter Punkt. Also irgendwo hier muss dieser kleine Junge sein, der ein Gemüse suchen wollte. Ist der das vielleicht? Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Kommt jetzt irgendwas? Nö. War aber nichts gedrückt, oder? Doch, es ist was gekommen. Ah, jetzt folgt er mir. Ah, er folgt mir. Ja? Dann rennen wir jetzt mal eben zurück und bringen den kleinen Jungen der Mutter wieder. Und dann gucken wir mal, was wir als Wieso sind die grün? Was ist das? Das ist wahrscheinlich ein Rennen. Vermute ich jetzt mal. Ja.
Also ich finde, sehr cool gemacht, dass man hier wie eine freie Welt hat, ja, wo man so kleine Zwischenaufgaben lösen kann. Das gab es bei Batman auch schon. Und ich fahre den mal hinterher. Dann will ich dich gleich wieder abholen. Ja, aber fahr den kleinen Jungen nicht. Mach nicht zu viel GTA-Style hier, ja, bitte. Du kannst halt von Fahrzeugrückrufstellen aus direkt zum Shield-Heli-Dienst zurückkehren. Okay. Da können wir uns wahrscheinlich auch Sachen kaufen. Ja, genau, da gehe ich von aus. Bei Shield. So, wo ist die Mutter? Rechts. Wo ist die Mutter? Da. Da, wo das Fragezeichen ist, ist die Mutter. Und jetzt bringen wir der mal eben. Ja! Du hast ihn gefunden! Naja, einen Karottentick zu haben, ist sicher nicht das Schlimmste. Schließlich könnte er genauso bezüchtig nach Videospielen sein. Dafür haben wir einen goldenen Stein gekriegt und dieses Kommentar werden wir jetzt mal nicht weiter kommentieren. Gekonnt ignorieren. Ja. Muss man jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Steig ein, Schätze. Ich steige wieder ins Taxi ein und damit machen wir weiter mit unserer Hauptmission. Interessant, dass es so kleine Zwischenmissionen gibt. Finde ich cool gemacht, keine Frage. Ein bisschen im GTA-Style hier. Ich finde es auch super, wenn ich jetzt mal die Kamera drehen könnte. Du fährst gerade den Bus kaputt. Du hast dem Bus das Dach abgefahren. Ich finde das super, wenn man hier so von der Seite reinguckt, dass da Iron Man drin sitzt. Ja, das ist cool gemacht. Naja. Bei Iron Man würde ich übrigens nicht Taxi mitfahren. Ich habe ein Cabrio gemacht. Ja, sehr cool gemacht. Keine Frage. Sehr cool gemacht. Chinatown oder sowas soll das hier, glaube ich, darstellen. So Soho bisschen. Waren wir gerade. Ach, Soho war. Du musst rechts rum. Damit. Bist mal wieder zu weit gefahren. Ja, das mit dem Autofahren müssen wir noch mal üben. Definitiv. Ne, die biegen einfach zu schnell ab, die Geister. Du musst einfach auf die Minimap gucken und dem lila Strich folgen. Hier so Vorsicht, viel. Rechts vor links. Wenn man auf die Karte guckt, ne, ist hier so viel. Ist überall rechts vor links. Oh, wie sieht der noch mal ich find's cool gemacht. Also ich habe selber Lego-Teile nur Star Wars gespielt und Herr der Ringe. Ja, wenn man von da aus geht, ist es natürlich ein richtiger Fortschritt. Das ist ein krasser Unterschied, keine Frage. Die Spiele sind jetzt aber auch schon einige Jahre alt. Aus jedem Auto eine Karte. Aber hier ist viel, finde ich, dran gemacht worden. Hier ist wirklich viel dran gemacht worden. So alleine was das Gameplay angeht und auch die Funktion. Jetzt hast du uns ein Cabrio gemacht. Jetzt bist du ausgestiegen. Das will ich nicht. Wollte ich zurücksetzen. Also krass. Ich feier's gerade. Da! Fahr nicht da runter. Wir müssen aber da runter. Ja, aber nicht mit dem Auto. Alter. Alter. Fähre ist außer Betrieb und du übersteigst die Gewichtsgrenze, um dich dort rüber zu fliegen. Ich übersteige also die Gewichtsgrenze. Alter, Höhenangst. Das auch noch. Du musst einfach aussteigen. Hätte sein können, dass er flog. Können wir jetzt Boot fahren? Ich glaube, okay, wir werden fahren. Was tut der da? Roboter tanzt. Ich tanze gerade Roboter. Ich glaube, er tanzt gerade Roboter tanzt. Ihr habt die Fähre repariert. Gute Arbeit! Die freundliche Rikers Island Fährentour kann wieder an den Start gehen. Wer mitfahren möchte, braucht allerdings ein Ticket. Regeln sind Regeln. Ich dachte schon wieder. Hulk verklopft, kleine Ticketmann! Hey, hey, hey! Spar dir deine Halbmethoden für die richtigen Schurken, ja? Dann holen wir uns. Hier kannst du irgendwas machen, glaube ich. Komm mal hier hin. Ja, weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall so ein kleiner Kreis. Da kann ich nichts machen, da. So ein Schildkreis. Schießstation. Fahrzeuge. Ein Rennboot spawnen und Charaktere wechseln, wenn ich lustig bin. Aber ja. Ich würde sagen, das machen wir noch nicht, weil nee, wir müssen ja jetzt eine Hauptmission. Genau, wir haben wir nur gerade mal hier gesehen. Wo haben wir denn jetzt Tickets bekommen? Oben. Ne? Irgendwo war hier so eine. Hier unser Geist ist. Hier. Der Ticketautomat ist natürlich kaputt. Hulk macht kaputt. Aber ich wollte auch einen Kaffee haben. Mann, Hulk. Da liegt ein Ticket. Hast du das Ticket mitgenommen? Ich habe das Ticket mitgenommen. Hier oben links sieht man es jetzt auch. Er hat das Ticket. Ich komme gerade nicht auf die Orientierung hier klar. Da muss ich hin. Ja, ist ein bisschen schwer, vor allem wenn man nur so einen halben Screen hat. Habt ihr ein Ticket? Dann ab an Bord, Leute. Nächster Halt, Gefängnis. Ach, wir fahren ins Gefängnis? So ein bisschen Anlehnung an Alcatraz.
minimal. An so eine Gefängnisinsel generell? Weiß nicht. Ich glaube, muss klein werden. Oh. Fahr gar nicht mit. Sehen Sie die famose X-Villa. Während zu Ihrer rechten Hand. Man lässt mich einfach stehen. Halt, muss Klo. Hättest du nicht gehen können, bevor wir los sind? Ich bin gar nicht los. Ich stehe immer noch am Arsch der Welt. Guck mal, ob du jetzt rüberkommst. Ja, wahrscheinlich spawnt der gleich rüber. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Soll ich wieder zurückkommen? Nein, dann nehme ich mir jetzt ein Rennboot. Dann probiere ich das jetzt doch schon mal aus. Wo war denn das Ding hier? Da, ja genau, da. Ah. Oh. Kannst du anscheinend schwimmen. So, dann probiere ich das jetzt doch mal eben mit dem Rennboot aus. Ich hätte auch rüberfliegen können. Warum war ich eigentlich so? Fahrzeuge, Rennboot. Sim, ein Rennboot. Ja, ich habe das Rennboot gesehen. Danke. Ja, dann kommen wir zu mir. Achso, gebe ich Gas. Da hinten fährt er. Ich muss so ein bisschen Land vorbei. Ich wollte parken. Schön gemacht. Ja, also cool gemacht, so mit so ein bisschen Open World mäßig. Finde ich auf jeden Fall gelungen. Haben wir schon mal erwähnt, glaube ich. Au. Oh, hab ich. Komm du her. Bam. Ich muss hier wieder ziehen. Der Vieh ist weg. Gehen wir ins Gefängnis. Ja. Ich glaube, wir müssen zwischendurch ein bisschen lauter sprechen, weil das Mikro ein bisschen von uns entfernt ist. Ich glaube, das geht. Aber wir werden das hinterher nochmal so ein bisschen... Wir sollten vielleicht zuhören. Sonst wissen wir vielleicht nicht, was wir machen müssen. Wer die Superschurken der allerübelsten Sorte sucht, der findet sie hier. Danke für diese Info, Maria Hill. Sorry. Meine Sensoren melden Bewegungen jenseits dieser Mauer. Damit... Wolverine! Wolverine! Ich wollte gerade sagen, damit hätten wir die Mauer durchbrochen. Lass mich los, Kleiner! Hulk ist hässliche Koteletten! Mittlerweile müsstest du wissen, dass er einer von den Guten ist. Auch wenn er nicht so riecht. Solltest du nicht in Kanada auf Ahnensuche oder so sein? Ich habe Sabertooth hierher verfolgt. Chuck meint, du hast Hilfe von der Bruderschaft der Mutanten. Wobei. Oh, Alarm im Gefängnis. Dynamit im Gefängnis. Ein bisschen mehr. Sabertooth. Mystique. Die ist auch dabei. Also, Sabertooth ist auch ein X-Men. Das wusste ich beziehungsweise noch. Einer der anderen Sorte halt. Also ich wusste der es noch, Bösen. Aber jetzt wissen es auch unsere Zuschauer. Das ist richtig. Mystique ist eine X-Men gewesen. Jetzt haben wir Wolverine dabei. Möchtest du den als erstes austesten? Ich würde gerne Wolverine testen, ja. Dann teste du mal als Wenn erstes ich nicht Wolverine. Wolverine bin. Ich kann noch nichts machen. Ich auch noch nicht. Wir müssen noch warten, bis unsere Bilder erscheinen. Dann können wir uns meistens bewegen. Oder auch nicht. Fliegt noch ein Heli? Oh ja. Okay. Jetzt geht's. Ich bin Wolverine. Wolverine. Dann nehme ich jetzt mal Hulk. Dann wechsle ich mal zu Wolverine. Wir gucken mal, was er kann. Er kann was zerschneiden. Mich auf Sachen stürzen. Kann man ganz normal angreifen mit den Klauen. Ups. Ist aber auch irgendwie so eine Sicht. Okay. Nein, was du mehr ich hab gerade ein Shield-Auto zerstört. Mehr geht nicht. Aber gut, ich komme mal hinterher. Das ist vielleicht auch wieder ein Big Screen haben. Die sind so Shield. Kann ich sagen. Warum auch nicht.
Jetzt ist die Brücke weg. Immer diese Gefangenen, die so rüpelig sind, die aufmucken hier. Aber die sind gefangen, weil so rüpelig sind. Sind wir Steine, haben irgendwas zwei von fünf, stand da gerade. Zwei schon? Ja. Oh, ich bin gerade in den Meeresfluten untergegangen. Wow. Was hast du getan? Ich habe eine Luft zersäbelt. Ich vermute mal, du kannst darüber fliegen als. Wenn du mir den Rücken frei hältst, kann ich das vielleicht tun. Zack. Du, hier ist keiner. Du musst einfach rüberfliegen. Ja, ich muss den erst kaputt machen. Da drüben. Da kannst du rüberfliegen und den kaputt. Ich habe ihn in den Kopf gesteckt. Mit dem Kopf in den Sand gesteckt, wollte ich sagen. Ach, jetzt kann ich hier wieder drehen. Sehr gut, dankeschön. Guck mal, die biegt sich so. Hier kannst du. Wolverine hat Krallen. Ist wohl richtig. Buddel und Baum. Für unseren lieben Hulk. Schnapp ich mir mal wieder den lieben Hulk und reiß die Wand auseinander. Irgendein Sinn klimpert gerade bei mir. Aber nicht wert. Die Wand kannst du anscheinend hochlaufen. Ja, wahrscheinlich. Bam. Kann mit seinen Krallen an Wänden hochlaufen. Ha. Als hätten wir es gewusst. Scheinwerfer machen. Hier schon wieder irgendwas für Spider-Man. Ich hoffe, der kommt gleich nicht schon wieder. 3 von 5. Das sind so Rettungsringe. Irgendwie so Rettungsringe. Okay. Ja, okay. Muss ich auf, dass ich welche sehe. Dass ich die dann zerstöre. Du musst irgendwas machen, damit ich hier hochkomme. Wie praktisch, dass ich mich schon passend positioniert habe. Ja. Mag nicht helles Licht. Was ist jetzt passiert? Wurden wir gescannt? Ja, anscheinend wurde Hulk gescannt. Oh. Ich hätte vielleicht doch nicht mit Hulk darauf stehen sollen. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber ich vermute, dass der Druckmechanismus nur bei Hulk funktioniert, weil er ein gewisses Gewicht hat. Ja. Oh. Du gehst vor. Nee. Doch, fände ich gut. Da brauchen wir, glaube ich, sowieso Iron Man für. Dass er die ganzen Dinger ausschaltet. Da, hier ist der Rettungsring. Alter. Ja, wir müssen alle 4 Dinger ausschalten. Das kann, glaube ich, nur Iron Man. Mein Gott, hier wieder auf einen geschossen. Eigentlich bin ich ja unverwundbar, ne? Aber... Nein! Ich bin gerade klein geworden und gestorben. Aber gut, dass es hier in dem Spiel so funktioniert. Fließt du schon? Ich wollte gerade jetzt im Satz. Wie mache ich das denn? Angreifen, gedrückt halten. Kannst du drauf ziehen. Twister hat hier. Okay. Hier kannst du aber wirklich sehr frei rumfliegen. Mhm. Oh, da war ich wohl zu weit weg. So. Mikey Boy. Bei vielen Feinden versuch es mit etwas kraftvolleren Angriffen. 5 von 5. Sehr gut. Hulk ist hier so ein bisschen über jetzt gerade, oder? Ich turn hier oben schon irgendwo rum. Ja, mach ruhig. Hier können wir uns zum Beispiel gerade nicht durch, da bräuchten wir den Fantastic Four Dingen wieder. Ja, genau. Ich kann nicht wieder machen. Geld, geh die Welt. Ha! Hallo, kann ich nicht, dafür brauche ich wieder Genie. Ups!
Was ist das? Ja, dann mach mal. Was muss ich denn machen? Oh, nee. Muss irgendwo drauf schießen. Ah, ich bin quasi auf der Rückseite von dem Tor, oder wie? Los rein! Und musste die einzelnen Verriegelungen wegmachen. Aha, okay. Klingt logisch. Ach hey, wen haben wir denn da? Da ist er schon. Und auf einmal stehen wir unten. Natürlich. Ja, aber. Ja. Huh. Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Ah, schieb mich runter. Uah. Hier geht alles kaputt. Muss alles kaputt. Mein Gott. Stan Lee hat wieder Hilfe gerufen. Ja, aber ich hätte. Das heißt, das müsste heißen, dass er irgendwo hier in der Nähe war. Ja, der hat gerade schon draußen Hilfe gerufen, aber ich habe auch nicht gesehen draußen. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich glaube, wenn wir da durchgehen, wird wieder irgendwas geladen. Sollen wir durchgehen? Ja, müssen wir ja, ne? Hochsicherheitsspektakel. Oh! Whiplash. Aus dem zweiten Iron Man. Ein Gegner. Gut, dass du dich so gut mit den Marvel-Sachen auskennst. Ich bin da etwas eingeschränkt. Unbetucht. Also. Wollte ich sagen. Aber eingeschränkt trifft's auf den Kopf. Ja. Checkpoint, wir speichern das Spiel. Und sehen uns damit in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschö. Cosmic bricks, the world will be mine to rule. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find to help assemble Dr. Doom's Doom Ray of Doom.